So, hallo Leute, willkommen zurück zu GTA 3. Diesmal machen wir die letzten Feuerwehrmissionen in Shoreside Vale. Ah, hört sich das nicht gut an? Ja, in der Tat. Denn die Feuerwehrmissionen, ja, sie nerven nicht, aber auf dieser Insel können sie richtig eklig werden. Wir steigen direkt ein und fangen mal an. Ich muss allerdings gleich sagen, ich werde die immer nur dann machen. So wie jetzt der Wichita Gardens, das mache ich nicht. Das ist mir einfach zu weit weg, weil ich muss dann immer komplett über die Brücke fahren. Die kann man ja zum Glück einzeln machen. Das heißt, es gibt ja hier keine Levels. Das war nur in GTA 3 so, das kann jetzt gut oder schlecht sein. Ja, in dem Fall denke ich, war es schon gut, dass man da nur einmal Level 12 macht und dann ist man damit durch. Hier muss man halt jetzt 20 Stück einzeln machen. Also man kann sie einzeln machen oder man macht sie alle zusammen. So wie ich mache sie jetzt einzeln. Je nachdem, ja, das ist mir jetzt auch wieder zu weit weg, deswegen abgebrochen. Und abgebrochen, abgebrochen, abgebrochen. Hier jetzt zum Beispiel. Das ist gleich ums Eck. Hä? Achso, jetzt dachte ich schon. Wieso ist jetzt die Mission fehlgeschlagen? Aber es ist ja direkt hier. Ja, entschuldigt, dass ich das jetzt so mache. Ich will jetzt nicht den Part zu kurz halten, aber ja. Die Feuerwehrmissionen auf diese Art zu machen, ist einfach viel entspannter. Ich bleibe hier einfach in Pike Creek, in der Hauptstadt. Ja, in der Hauptstadt. Ja, ich darf leider nicht aussteigen, sonst hätte ich die Kohle jetzt mitgenommen. Hab zwar eh genug, aber. Ja, trotzdem gut, schön. Ne, ich bleibe hier einfach in der, ja, wie nennt man das denn? Downtown in Shoreside Vale, obwohl man dieses kleine Stückchen Erde hier eigentlich nicht Downtown nennen kann. So, dann wollen wir doch noch mal sprühen. Jetzt gucken wir mal. Ach, das ist direkt hier. Solange die alle in Pike Creek sind, mache ich die. Also wenn ich halt da woanders hinfahren muss, dann breche ich die halt ab. Diese 15 bzw. 20 Feuerwehrmissionen am Stück machen, das haben wir ja schon in Portland gemacht. Daher, ja, so wie jetzt hier fahre ich nicht extra so weit. Das auch nicht. Pike Creek, sehr gut. Das ist jetzt auch hier mit der Minimap eigentlich ganz gut gemacht, denn man hat ja keine richtige Map, auch im Originalspiel gehabt. Deswegen konnte man nie genau sagen, wo das jetzt genau ist. Denn es kann zwar Pike Creek angezeigt werden, aber dann ist es doch auf der anderen Seite von Shoreside Vale, da man ja da nicht hinkommt direkt. Also ohne über eine Brücke zu fahren noch zusätzlich. Mann, springt mir doch nicht rein hier. So, Pike Creek. Ja, ihr müsst euch jetzt leider darauf einstellen, es kommen jetzt noch ein paar Nebenmissionen. Die nächste wird dann direkt die Bürgerwehrmission sein. So, abbrechen. Francis International Airport ist in Ordnung. Die nächste wird die Bürgerwehrmission sein, denn das werden dann auch die letzten Bürgerwehrmissionen sein. Und wenn ich nämlich die alle voll habe, dann kriege ich nochmal zwei weitere Polizeischmiergelder in mein Versteck geliefert. Und wenn wir dann alle sechs Schmiergelder haben, dann geht es nämlich einfacher, gegen das Militär hier zu kämpfen. Denn wir brauchen ja auch einen Panzer von der Army, um eben den Kran hier abzuliefern. So, wo bist du denn? Du bist auch am Francis International Airport. Und zwar da unten. Ist übrigens hochinteressant, dass der Francis International Airport. Möchtest du? Irgendwie will er den jetzt hier nicht löschen. Tja, also irgendwie will er den nicht löschen, Leute. Nee, mag er nicht.
Verstehe ich jetzt leider nichts. Naja, dann ist es halt so. Bumm. Pike Creek. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ach so, ja. Mir ist es ein Rätsel, wie der Francis International Airport in diesen Liberty City genauso gleich namentlich ist wie der Francis International Airport aus Liberty City in GTA 4. Denn es ist ja ganz klar nicht dasselbe Liberty City. Es sind ja einmal das 3D-Universum oder wie Blödsinn das da immer nennen und einmal das HD-Universum. Und die sind ja auch komplett nicht mehr gleich. Also die ganzen Charaktere, bis auf, ich glaube, Lovefist und aus Vice City und dann noch irgendeine einzelne Anspielung, hat man ja überhaupt keine Verbindung mehr dazu. Was sehr, sehr schade ist. Habe ich auch damals sehr gehasst, neben diesem neuen Gameplay, was dazu gekommen ist. Gameplay mit der neuen Physik halt, dass da alles viel langsamer ging und so. Zwar der realistischeren, aber der nicht ganz so schönen neuen Engine bzw. den neuen Fahrzeug- und Schießphysiken, die dazu gekommen sind, habe ich das halt dann auch immer nicht gemocht, dass man hier eben das komplett aus dem Kontext genommen hat, die ganzen Verbindungen zu den alten Charakteren. War immer sehr schade, aber naja. So ist das nun mal mit der Zeit. Es kann eben nicht immer schön bleiben. Auch die schönen Dinge, alles vergeht einmal. Alter, das war böse. Ja, wie gesagt, wir müssen 20 Stück machen. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wie viel ich schon habe. Es dürften aber, ja, so ungefähr schon 10 bis 12 sein, die ich jetzt erledigt habe. Kommt hin ungefähr. Wird aber ein kurzer Part, denn ich werde die Bürgerwehrmission dann trennen. Denn ich möchte nochmal abspeichern und auch die Aufnahme getrennt haben. So, Francis International Airport. Das war ja hier, der die letzten zwei Päckchenparts angeguckt hat, auch wieder eine halbe Katastrophe hier. Warum nur eine halbe Katastrophe? Ja, weil es wortwörtlich nur eine halbe Katastrophe war. Denn beim ersten Teil der Päckchen in Shoreside Rail ist mir nämlich das Spiel tatsächlich mal abgeschmiert. Das Traurige daran ist, ich war auf 33 Minuten Aufnahme und wollte gerade eigentlich auf Beenden drücken der Aufnahme, habe mich schon verabschiedet, auf einmal schmiert mir einfach das Spiel direkt ab. Einfach mal so. Ich bin mit einem normalen Fahrzeug gestanden, es war nicht irgendwie gerade ruckelig oder so, da war nirgendwo Verkehr groß auf den Straßen. Ist mir einfach mal das Spiel abgeschmiert, wobei ich gerade die Aufnahmen beenden wollte. Ja, da durfte ich so ungefähr 20 Päckchen dann nochmal neu sammeln. Ja, 69 bis 83. Und ja, das war dann natürlich beschissen, weil ich dann alles nochmal neu einsammeln und aufnehmen durfte. Daher. Oh, das ist sehr, sehr blöd, leider. Da ich aber die Päckchen ja nur, also ab nach Portland habe ich die Päckchen ja alle nur noch in zwei Parts geteilt, sowohl in Staunton als jetzt auch in Shoreside Vale, war es eben nur halb so schlimm, weil die anderen 20, die hatte ich ja dann nicht eingesammelt, die letzten 20 quasi von... Oder sagen wir mal die letzten 17, von 84 bis 100 hatte ich die ja dann noch nicht. Die habe ich ja dann erst im letzten Part gemacht. Aber nervig ist es schon, wenn man das immer wieder neu aufnehmen muss. Vor allen Dingen, ich versuche mich ja dann auch dran zu erinnern, was ich da gelabert habe. Hin und wieder ist ja doch mal was Interessantes dabei. Finde ich zumindest. Ihr könnt mich ja gerne berichtigen. Aber ja... Es ist halt dann blöd, wenn man dann wichtiges Zeug gelabert hat und sich nicht mehr daran erinnern kann.
weil man, wenn man das zweite Mal aufnimmt, sich natürlich logischerweise nicht mehr an alles erinnern kann. So, Feuer gelöscht. Nicht so weit zurück. Ich frage mich ja wirklich, wie viel Prozent ich dann habe, wenn ich hier durch bin, denn es ist ja eigentlich gar nicht mehr so haufenweise viel. Also eine Handvoll Nebenmissionen ist es schon noch, aber Hauptmissionen sind es auch nicht mehr viel. Wir haben gerade mal so um die 56%, glaube ich, war das im letzten Part. So, ja, viele Feuer dürften es jetzt nicht mehr sein. Cedar Grove ist mir zu weit weg. Das auch, Pike Creek, so. Kann jetzt auch die letzte Feuerwehr-Dings sein, müssen wir mal schauen. So. Aber endlich habe ich die M16, das ist ja die stärkste Waffe im Spiel, gefühlt. So, das war noch nicht die letzte Feuerwehrmission. Ja, das weiß ich dann, indem dann der Pager links piept, weil dann haben wir ja 20 Stück pro Insel gemacht und wenn wir eben 20 Stück pro Insel machen, dann kriegen wir ja den Flammenwerfer als Belohnung und somit ist dann auch das Waffenarsenal an allen drei Verstecken komplett. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich erstmal das zuerst mache. So, na komm, lösch dich. So, das war's. Flammenwerfer wurde im Versteck angeliefert. Sehr schön. Genau, ich beende jetzt hier mal die Mission. Denn da haben wir das dann geschafft. Ich möchte mal in der Statistik gucken. Verbrecherrating Boss 6210. Wir haben ja 56% Spielfortschritt. Das ist sehr wenig. Allerdings haben wir noch kein einziges Auto von auch nur irgendeiner Liste im Spiel gesammelt. Es gibt ja 7 Einsatzfahrzeuge, eine Import-Export-Garage in Portland und eine Import-Export-Garage in Shoreside Vale. Wir haben noch kein einziges Auto abgeliefert und pro Auto, glaube ich, gibt es fast einen halben Prozent oder so. Deswegen. Ich glaube, 20 bis 25% sind dann nur die Autos. Es kann auch gut sein, dass wir hier 80% voll machen, wenn wir alle Autos haben. Aber keine Sorge, der nächste Part wird nicht alle Autos, sondern erstmal nur die Bürgerwehrmission. Und dann denke ich, mache ich mal die 7 Einsatzfahrzeuge. Und dann mache ich mal wieder eine Story-Mission. Denn ich will es ja ein bisschen abwechseln. Aber ja, das Problem ist, es gibt nicht mehr massenhaft viele Hauptmissionen. Das ist ja nicht San Andreas, deswegen muss ich das hier ein bisschen abschmecken. Hier haben wir ja hier schon die ganzen anderen Toys-Missionen, die fehlen noch. Und noch eine Challenge hier, so eine, auch wieder mit einem Patriot, aber die heißt ein bisschen anders. Eine Patriot-Challenge, eine von diesen ja, Toys-Missionen. Und hier unten haben wir dann die anderen Statistiken. Hier sieht man es, Gesamtanzahl gelöschter Feuer 60. Wie gesagt, 20 Feuer, beziehungsweise auch hier Bürgerwehrmission pro Insel. Die 20 machen wir dann voll und dann haben wir hier alles gemacht. Da gibt es dann auch nochmal eine Trophäe, wenn wir die Krankenwagenmission, die Feuerwehrmission, die Bürgerwehrmission komplett gemacht haben. Daher möchte ich das mal komplett zu Ende bringen. Und dann haben wir das. Ich fahre jetzt nochmal zurück zum Versteck und zeige euch den Flammenwerfer. Ist unnötig. Ihr könnt daher also gerne schon abschalten, wenn ihr wollt. Ich möchte es euch aber trotzdem gerne zeigen. Ja, und wenn wir diese... Na, was ist denn jetzt hier? Fahr doch mal. Mensch, soll der mich wieder rausziehen hier? Ja, also wie gesagt, ich muss mir das echt abgewöhnen, dieses dumme Wort, wie gesagt, das sag ich so oft, dieses Wort, ne? Mann, 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 habe ich mir in der Aufnahme angeguckt. Ich sag es manchmal einfach zu oft. So. Bumm. Ja.
Es sind ja dann nur noch Sammelobjekte, also noch 8 Monster Stunts dürfen es sein und 7 Amokläufe bzw. Rampages oder Randale, wie sie hier auch immer genannt werden. Und dann hat sich der Salat. Ich denke, die Bürgerwehrmission werde ich auch so machen, wie ich es gemacht habe auf hier Shoreside mit den Feuerwehrmissionen. Ich bleib da einfach in Pike Creek. Dann muss ich hier nicht immer über die Insel da fahren. Ich scheiße einfach mal auf den blöden Serienbonus. Ich habe ja genug Geld. So, und da haben wir das. Da ist die Lücke gefüllt. Die war ja hier immer leer. Und hier haben wir dann den schönen Flammenwerfer. Endlich haben wir den auch. Und somit haben wir hier das komplette Arsenal befüllt. Wenn ihr Lust habt, das ein größeres Arsenal zu sammeln, dann geht einfach hier die Straße und genau hier auf die Wiese. Also schaut mal da hinten bei der Schutzweste. Wenn ihr hierher geht, dann wird alles despawned. Und wenn ihr hier vorgeht, dann wird es wieder gespawnt. Also immer dieses kleine Wiesenstück hier beim Baum hingehen. Und dann geht ihr hier 10 Päckchen, 20 Päckchen, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Flammenwerfer von der Feuerwehrmission und 100. Ja, da habt ihr eure Belohnung gesammelt. Dann geht ihr hier wieder auf dieses grüne Wiesenstück. Dann wird alles despawned. Geht ihr wieder auf die Straße und alles spawnt wieder. Und das macht ihr halt ein paar Mal und dann habt ihr hier relativ schnell eure Munition wieder zurück. Da müsst ihr nicht immer alles immer speichern gehen oder so. Unser kugelsicherer Bobcat. Nee, Leute, wie gesagt, das war es jetzt mit dem Part. Ich mache jetzt hier Schluss und dann sehen wir uns im nächsten bei die Bürgerwehrmission und machen diese Mission ein für alle Mal zu Ende. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.